Hi, ich bin Dustin von Nanobike und diesmal stelle ich die Produktneuheiten von Cube für 2019 vor, und zwar ganz genau das hier neben mir stehende Cross Race Pro in der wunderschicken Farbe, wunderhübschen Farbe Gray in Flash Yellow. Ja, also Cross Race Pro, ich habe schon mal die anderen Modelle von Cube auch schon verglichen, und zwar das Cross Race, also das Einstiegsmodell, und aber auch das Cross Race SL in der Carbon-Variante. Da könnt ihr gerne mal reinklicken. In unseren Videos einfach in den Playlists gucken für die Cube 2019er Räder, und da seht ihr dann auch die anderen beiden Bikes und könnt vielleicht mal direkt vergleichen seht dann halt, was die Unterschiede sind, und könnt euch auch diese Videos nochmal angucken. Würde ich mich freuen, wenn ihr auch da vielleicht einen Kommentar hinterlassen möchtet. Jetzt geht es aber erstmal um das Cross Race Pro. Das ganze Bike hier gibt es in 5 verschiedenen Größen, und zwar 50, 53, 56, 58 und 61 cm Rahmenhöhe, und die hier neben mir stehende Größe ist die 61, und da muss ich ehrlich sagen, die geht bei mir los bei Leuten um die 1,90 Meter ungefähr, also gerne auch größer, bis hin an die 2 Meter würde ich sagen, ist das machbar. Alles was drüber hinaus ist, naja, da muss es dann vielleicht ein angefertigter Rahmen sein, aber ansonsten erstmal wird hier schon mal so gute 10 cm Körpergröße kann man wirklich mit so einem Bike abdecken, je nach Extremitätenlänge. Da wisst ihr ja selber, wer groß ist, der weiß, der muss immer ein bisschen mehr gucken, dass er was Richtiges findet. Also, was haben wir denn hier? Wir haben also einen super light Aluminiumrahmen von Cube, der jetzt hier in dieser wunderhübschen Farbe, also muss ich wirklich sagen, wunderhübschen Farbe. Ich bin ja, ich sage ja wirklich sehr oft, das sind schöne Farben und so, aber ich suche mir ja auch immer die Rosinen raus und ich nehme nicht irgendwas, und deshalb kann ich wirklich sagen, dieses Flash Yellow, das hat es so ein bisschen über schon, also ja, kann man langsam auch mal wieder von wegkommen. Aber auch dieses matte Finish, aber dennoch die Kombination aus Schwarz mit Hellgrau, Dunkelgrau und dann eben dieses Flash Yellow, welches sich ja überall wiederfindet, die Kombination, finde ich, macht's. Und die ist für mein Auge stimmig. Da kann aber jeder selber für sich entscheiden, wo er sich denn da wiederfindet. Voriges Jahr, also 2017 zu 18, als das neue Rad vorgestellt worden ist, auch von mir, könnt ihr auch gerne mal an die Playlist 2018 von Cube reingucken. Da war das Cross Race Pro in so einem Grauton mit Orange, also Grauglanz mit Orangeglanz lackiert. Das ist ja wirklich sehr, sehr gut angekommen und ist ja wie weggegangen wie warme Semmeln sozusagen, ja. Und naja, gut, jetzt halt die Farbe. Lassen wir uns mal drauf ein, gucken einfach, weil verändert hat sich nicht so viel, aber doch entscheidend viel. Also, Superlight Aluminiumrahmen, habe ich schon gesagt. Farbe reicht jetzt, mehr rede ich dazu nicht. Interne Kabelführung vorne, sicher, sauber, günstig verlegt das Ganze. Läuft dann nach hinten durch den Rahmen durch, kommt hier unten im Tretlager wieder raus, geht dann eben ans Schaltwerk, geht an die Bremse links ran. Und findet jeweils seine Bediener und ist wirklich so voll okay. Muss sein, finde ich, gerade in dem Sport, auch der Ästhetik wegen. Sieht gut aus, ist sicher, ist schmutzunempfindlicher dadurch. Und Schalten wird immer perfekt generiert, weil die Züge innen verlaufen und nicht außen verdrecken, verklumpen können. Und dadurch dann eben der Schaltmechanismus eingeschränkt sein kann. Das passiert hier eben nicht mehr. Smooth Welded nennt Cube das Ganze, wie das eben hier so welded. Welding ist halt das Schweißen, ja, wie der Rahmen zusammengeschweißt ist. Und Smooth, naja, weil es eben die Übergänge ganz gut gemacht sind, also was heißt ganz gut gemacht sind, die sind schon gut gemacht, dass die ja nicht so harsch aussehen, also nicht so abgekantet. Also sind so leicht angeschliffen, die Nähte, das sieht ganz gut aus, das ist gefällig. Man sieht aber doch dennoch, dass es wirklich massiv geschweißt ist und dabei einem auch sehr viel Sicherheit alleine schon durch das Optische vermittelt. Ja, der Rahmen ist so geblieben eigentlich wie 2018 und soll heißen, man hat hier also immer noch diese praktische Tragehilfe hier unten drin im Oberrohr an der Unterseite und kann das eben richtig schön schultern, was ja beim Crossen auf jeden Fall auch immer wieder ein Thema ist. Es wird ja getragen, es wird gerannt, es wird gesprungen mit den Rädern und all das muss man eben damit auch können. Und ich kann sie eben schön schultern, es ist relativ leicht. Zum Gewicht kommt man dann am Ende des Videos.
Naja, und das sind halt so Kleinigkeiten. Dann auch das Tapered Steuerrohr vorne, wo ich eben mehr Steifigkeit generieren kann, wenn die Gabel eben unten einen großen Durchmesser hat und oben einen kleinen Durchmesser hat. Da kann ich mehr Lenkpräzision generieren und Steifigkeit, wie gesagt. Und all das ist immer, immer bei einem Crosser bzw. bei einem, bei einem Sportrad immer wirklich oberste Priorität, dass diese Punkte eben, dass dieses Rad das kann, ja. Diese Steifigkeit, dass das die Lenkpräzision, die Leichtigkeit, das ist das, wofür quasi ein Sportrad steht. Und das ist beim Rennrad so, das ist beim Mountainbike so, das ist natürlich auch beim Crosser so. Ja, dann auch verändert hat sich nicht die Steckachsenaufnahme. Das heißt also, hinten habe ich eine 12x142mm Steckachse, vorne in der Gabel eine 12x100. Die kann ich mit einem 5er Imbus ganz einfach öffnen. Das geht natürlich mal nicht ebenso schnell wie mit einem Schnellspanner. Wer jetzt also bei einem Crossrennen einen Platten hat, mal eben schnell den Schnellspanner öffnen, Schlauch raus und los geht's. Nein, man muss dann halt auch noch ein Tool mit dabei haben, um die Achse rauszuholen. Aber der Vorteil ist, das ist vielleicht ein Nachteil, aber der Vorteil ist, dass auch hier wieder die Lenkpräzision, die Steifigkeit, die Seitenverbindung eben viel, viel massiver ist, also nicht die Seitenverbindung ist massiver, sondern die Unterstützung, dass eben das Rad nicht wegknickt, so ein bisschen in der Kurvenfahrten, das wird unterstützt, dass das eben quasi in einer Linie bleibt. Die Felge kann sich zwar ein bisschen bewegen mit den Speichen, aber eben die Achse bleibt klar in seiner Position und dadurch haben wir eben auch kein Bremsensingen und auch kein so ein Geisterbremsen, das quasi gebremst wird, obwohl man gar nicht bremsen wollte. Nur alleine, weil sich das Rad so ein bisschen verbindet, ja, und die Scheibe ja dann entsprechend mitgeht. Deshalb empfehle ich jeden auch wirklich einen Crosser mit Steckachsen zu kaufen und keinen mit Schnellspanner, wer im Rennbetrieb das Ganze fährt. Ja, und dafür, dass die Cross-Race-Serie ja eben nun mal dafür steht, dass ich damit auch racen kann und sprich auf dem Rennen unterwegs bin, dann sollte das schon so sein und so ist es ja auch. Also, quatschen wir nicht lange drum herum. Carbon-Gabel, das Ganze, auch von Cube, auch Standard, zuletzt im Jahr. Und da hat sich eigentlich nichts verändert, so rein von der Geometrie auch nicht. Eine 61 ist immer noch eine 61, Mitte Tretlager bis Oberkante gemessen und eine 58 ist eine 58, etc., etc. Und fünf Größen habe ich ja schon angesagt und daher, das ist erstmal so voll okay, das kann man so lassen. Viele fragen immer, kann ich ein Schutzblech oder einen Gepäckträger oder irgendwas ranmachen? Also ein Gepäckträger geht nicht ran. Man hat keine Ösen, um mir mal eben schnell einen Gepäckträger anzubringen. Ja? Ich habe höchstens die Möglichkeit, hier Schutzbleche anzubringen von Cube. Und zwar ganz genau hier hinten an diesem kleinen Arch, also an diesem Bogen, der hier hinten zwischen den Druckstreben verlegt ist, verschweißt ist. Und ja, da kann ich was machen. Viele bauen sich dann eben hier so die Taschen ran oder hier im Rahmendreieck die Taschen ran und vorne an den Lenker, wer damit eben längere Touren machen will oder als Pendlerrad nehmen will. Aber gemacht ist es eben so nicht. Eher für die Schutzbleche, die ich dann hier anbringen kann. Finde ich aber auch okay, weil dafür gibt es ja dann auch Gravel-Bikes, das New Road zum Beispiel von Cube oder andere Hersteller, die auch da gute Räder mittlerweile auf den Markt bringen. Ja, am Rahmen gibt es eigentlich nichts weiter zu erzählen, das habe ich schon erzählt. Jetzt ein Pressfit Innenlager, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Auch wieder erhöhter Durchmesser, eingepresste Lager. Die kriegt man zwar nicht so leicht raus, aber ein Profi in der Werkstatt kriegt das mit dem richtigen Tool auch gut rein und wieder raus. Also da auch keine Angst haben bitte. Aber das Pressfit an sich ist eben auch wieder Leichtigkeit und Steifigkeit generieren, all sowas. All die Punkte finden sich eben immer wieder. Ja, gehen wir vielleicht mal in die Lenkzentrale von dem Bike. Wir haben also Cube-Vorbauten oder ein Vorbau, ein Cube-Vorbau, ein Cube-Lenker, Cube-Lenkerband, Lenker und Vorbau dann aus Aluminium natürlich, noch nicht Carbon. Bei der Crossrace SL-Variante, da ist ein Carbon-Lenker von Newman mit dabei. Aber wie gesagt, klickt euch mal in das Video rein und schaut euch das an und dann wisst ihr auch nochmal mehr. Die Schaltzentrale, wirklich ganz, ganz wichtig. Im Gegensatz zum 2018er Modell ist das 2019er Modell wirklich in dem Antriebsstrang, wenn ich das mal so nennen darf, wirklich sehr, sehr gut gewachsen. Gefällt mir wirklich Bombe, Sahne, würde ich genauso auch an ein Rad bauen, welches ich eben selber aufbauen würde, mit einem anderen Rahmen dann. Warum? Weil zu 2018
hat Shimano die neue R7105er Serie gelauncht. Das heißt, die ist jetzt hier auch schon dran für 2019. Das heißt, ich habe eine R7000 STI-Schaltbremskombi mit hydraulischer Bremsanlage. Das war vorher zwar auch so an dem Cross Race Pro 2018er Modell, jedoch war da eine RS505 oder so dran. Die sah immer so ein bisschen klobig aus. Die hatte oben den Ausgleichsbehälter, das hat ja hier die 105er auch oben, aber das sieht eben wirklich aus schon wie die R8000 und zwar wie die Ultegra. Ja, also filigraner, ein bisschen schöner gemacht, nicht so ein riesen Ausgleichsbehälter. Und genau deshalb würde ich eben auch diese Anlage so an einem anderen Rad fahren und mir auch wünschen. Und sieht einfach besser aus, ist zukunftsorientierter. Die Bremshebel sind von der Auflage her, also von der Fingerauflage her, breiter geworden, um mehr Griff zu ermöglichen, sozusagen, um besser, solider bremsen zu können, um mehr Power aufzubauen. All das sind eben Features, die eigentlich in den höheren Gruppen Ultegra und Dura Ace erst sich wiederfinden, aber es rutscht natürlich immer so nach unten durch die ganzen neuen Features und eben die 105er für 2018 hat es auch schon bekommen und ist dann an dem 2019er auch dran. Ja, also geht nach hinten durch. Wie gesagt, interne Kabelverlängerung geht dann also auch zum R7000 Schaltwerk. Ist dann ein 11-fach Schaltwerk ausschließlich nur noch, kein 10-fach mehr möglich. Das ist dann Tiagra. Also hier die 105er mit einer 105er Kassette und zwar ganz genau in der Abstufung 1132. Eine HG601 Kette, ein 105er Umwerfer, alles Neuestes vom Neuen. Die 105er Kurbel, die ist, ich glaube, doch, war letztes Jahr auch dran. Auch sehr, sehr cool in der 5034, typisch Kompaktabstufung. Ja, da kann man eigentlich mit diesem Antriebsstrang wunderbar die Berge erklimmen und richtig auch Power geben in der Ebene, um eben richtig schnell zu sein. Ja, na, wofür eben so ein Rad steht auch. Ja. Was haben wir noch? Cube-Sitzzone heißt also eine Sattelstütze in 27,2 gibt nochmal so ein bisschen Flex ab an den Fahrer, wenn er eben dann die Stütze entsprechend weit raus hat und auch die richtige Größe gewählt hat bei dem Fahrrad. Eine Sattelklemme Standard, Cube-Sattel auch Standard, alles gut. Eine Sache noch, weil ich gerade sagte hier, den Flex durch die Stütze. Man kann eben auch, oder es wird auch Flex hier generiert durch die Druckstrebe von Cube an dem Cross Race Pro, denn die sind nicht rund, die Rohre, die sind oval. Und durch das Ovale habe ich eben hier auch nochmal mehr Flex in diesem Bereich, denn selbst Aluminium bewegt sich ja so ein bisschen unter Last, ne? Und das wird hier eben generiert. Dann nochmal die Stütze, die so ein bisschen was gibt. Und hier unten habe ich dann die massiven Kettenstreben auf beiden Seiten, also im Sinne, nicht massiv im Sinne von schwer, sondern einfach nur ein Durchmesser. Und da wird dann eben die Power generiert, die dann hin zum Pressfit-Innenlager und zum allgemeinen zum Innenlagerbereich führt. Und da kann ich dann richtig Kette geben, ohne dass sich das Rad verwindet und dadurch quasi schon Einbußen in der Geschwindigkeit passieren. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gut durchdachtes Bike, wie immer eigentlich bei Cube. Und ja, der Antrieb. Die Bremsen, wie gesagt, eine hydraulische 105er, eine reine 105er, ist einfach für mich, ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht, wie ihr es seht, schreibt gerne in die Kommentare, aber ich finde sowas immer, das ist so, oh, endlich gibt es sowas richtig Cooles an dem Bike, oder, beziehungsweise überhaupt. Ja, also wie gesagt, ich würde es ja auch nachrüsten an einem anderen Fahrrad, aber ja, naja, das sind halt so Kleinigkeiten. Wer will übrigens, der kann dann hier auch noch eins, zwei Flaschenhalter montieren natürlich. Wer ein bisschen was trinken will auf längeren Touren, das ist möglich. Laufradsatz haben wir hier einen Cube XC08 Disc-Laufradsatz. Hergestellt werden die Speichen, ja, die Felgen von Alex Rims, wie immer. Ist eine sehr gute Kooperation, die halten was aus. Natürlich im Renneinsatz nicht mega lange bei den entsprechenden Belastungen. Ich würde ihn dann vielleicht als Trainingslaufradsatz nehmen und mir dann was entsprechend leichteres, aber dennoch stabileres, aber eben auch viel teureres besorgen. Das kann man natürlich machen. Aber wie gesagt, so für die Normalos wie mich, der kein Rennen fährt, reicht es völlig aus. Und so bei 100 Kilo Lebengewicht reicht das auch völlig aus. Komplettiert wird das Ganze dann mit einem Schwalbe X1 Allround Reifen und französischen Ventilen vorne, hinten, klar. Vorne, hinten auch der gleiche Reifen. Auch nochmal ein kleiner Unterschied zum Cross Race SL in der Carbon-Variante. Könnt ihr auch nochmal reingucken, wie gesagt. Da sind nämlich die Newman-Laufräder und verbaut. Und die sind zum Beispiel leicht, aber eben noch aus Alu.
kann man auch mal sich anschauen, die Laufräder. Der hat auch den X1 drauf. Und allerdings nicht in Allround, sondern einmal in der Byte-Variante vorne mit gröberen Stollen und hinten in der, mir fällt jetzt sein Name nicht ein, auf jeden Fall in der ähnlichen Variante wie dieser hier. Also vorne gröber, hinten etwas weniger, hinten für Geschwindigkeit, vorne für mehr Traktion bei Kurvenfahrten, beim Einlenken etc. Kann man sich ja vielleicht mal überlegen, ob man hier das nicht auch vorne auch mal nochmal auf eine Byte-Version von dem X1 upgradet. Kann man machen, wie man will. Ja, das dazu. Der ist dann übrigens nicht tubeless ready, dieser Reifen. Das wäre dann die Byte-Variante, die ist dann tubeless easy. Da könnte man es dann ganz einfach mal umbauen auf schlauchlos. Ja, was soll ich noch sagen? Ach ja, genau. Die Bremsscheiben übrigens haben vorne hinten 160 mm. Ja, also da wird richtig viel Power auch generiert. Da braucht man nichts anderes. Das würde ich komplett so dran lassen. Vielleicht ein paar leichtere Scheiben noch. Aber das ist alles so Tuning, das. Ich mache gerne sowas, dass ich was umbaue, einfach nur weil ich Spaß daran habe, wenn ich das umbaue. Denn vor allen Dingen, man lernt auch so sein Rad kennen. Ja? Man guckt immer wieder, ach, das funktioniert so und das funktioniert so und okay, cool. Ja, und das ist das, was mein Anspruch ist einfach. Aber das müsst ihr nicht machen. Wenn ihr sagt, ey, cool, sieht cool aus, kann ich damit im Wald fahren? Ja, kann ich. Kann ich damit auf Straße fahren? Ja, kannst du. Macht es Spaß? Na, auf jeden Fall macht es Spaß. Wenn du es in der richtigen Rahmenhöhe hast, warum denn nicht? Ja, daher das Cross Race Pro für 2019 gefällt mir mal wieder sehr gut. Wenn es euch auch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir etwas in die Kommentare. Ja, lasst uns bei Facebook vielleicht in Interaktion gehen, wenn ihr wollt. Würde mich freuen, wenn es einfach ein bisschen mehr wird. Guckt euch vielleicht die anderen Videos an, die ich jetzt schon angesagt habe, und dann würde ich mich echt freuen, wenn wir demnächst wieder ja, zusammenkommen. Gesamtgewicht von dem Fahrrad 9,9 Kilo ohne Pedale. UVP, sprich empfohlener Verkaufspreis, 1.399. Das ist übrigens ein sehr guter Kurs, denn letztes Jahr, 2018, hat es genauso viel gekostet. 2019 wird es genauso viel kosten. Hat aber hydraulische bessere Bremsanlage, meiner Meinung nach, die 105er, wie gesagt, und den komplett neuen Antriebsstrang. Also für mich sehr, sehr gut. Und ansonsten hat sich auch nicht viel geändert an dem Bike. Also ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Auf Wiedersehen. Sella.